Hallo ihr Lieben, ich stehe an der Sagrada Familia. Wir haben jetzt 3 Tage Barcelona hinter uns und in diesem kleinen Video würde ich euch ein bisschen zeigen, was wir so erlebt haben, wie unser Flug nach Spanien war, wie wir hier angekommen sind und was wir alles gesehen haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis später. Spitzes Näschen und einen Schwanz, der ist so lang. Das ist Brudermaus. Sieht wie alle Maus aus. Reiches Fellchen, große Ohren, spitzes Näschen und einen Schwanz, der ist so lang. Das ist Schwestermaus, sieht wie eine Mäuse aus. Reiches Fellchen, große Ohren, spitzes Näschen und einen Schwanz, der ist so lang. Das ist Babymaus, sieht wie gar keine Mäuse aus. Fast gar kein Fellchen, kleine Ohren, stumpfes Näschen und einen Schwanz, der ist so kurz. Jetzt. Hab's geschafft. Ja, du darfst es sehen. Ja. Einmal ein Gruß von Josi. Hallo. Hallo ihr Lieben. Wir haben es geschafft. Wir sind angekommen in Barcelona. Gestern mit dem Flugzeug angekommen. Und eins kann ich gleich sagen. Der Weg von Flughafen zur U-Bahn-Station des Flughafens ist so ziemlich gefühlte 20 Kilometer lang. Die Kinder waren komplett fertig, wir auch mit unserem ganzen Gepäck. Aber wir haben es geschafft, wir sind jetzt hier im Norden von Barcelona angekommen. In unserer Ferienwohnung, die ich bei Airbnb klar gemacht hatte. Ja, und wir sind überglücklich. Es ist wunderschön in der Wohnung. Ich bin gerade mit der kleinen Josi, die da gerade rutscht, auf dem Weg zum Bäcker. Dann werden wir erstmal gemütlich frühstücken und uns dann die Stadt ansehen. Wahrscheinlich ins Meer.
Barcelona gehen wir, Richtung Rambla. Ja, schon einmal erste Bananen geholt und ein bisschen Tomaten zur Verpflegung. Und jetzt gucken wir uns die schönen Geschäfte an, die überall sind. An der Sagrada Familia, wo wir vor 10 Jahren schon mal waren, zu unserer Flitterwochen-Hochzeitsreise. Jetzt mit Kindern. Es ist wunderschön. Gekommen, haben noch eine Post gesucht und keine gefunden mitten in der Stadt. Und ja, jetzt wird sich erstmal ein Eis genehmigt. Und dann suchen wir die nächstgelegene Bushaltestelle, um zurück zu unserer Ferienwohnung zu kommen. Uff. Das war unsere Zeit hier. Jetzt geht's weiter nach Camales, wo wir unsere erste Work and Travel Stelle haben. Wir sind schon super aufgeregt und freuen uns auch auf die etwas ruhigere Zeit nach diesem Stadturlaub. Ja, ich melde mich wieder, wenn es neues Material gibt. Tschüss!